Heute geht es ums Rückentragen mit einem kleineres Baby. Ich zeige das mit meiner Nichte, die gerade 4 Monate alt ist. Ich werde euch 2 Methoden zeigen, wie man das Kind auf den Rücken bringen kann. Das erste wird oft auch den Santa Toss genannt, nach der Weihnachtsmann. Und die andere ist der Hüftschieber, weil man das Kind dann über die Hüfte schiebt. Die erste Variante, also den Santa Toss, kann man auch mit richtig kleinen Babys machen. Der Nachteil ist halt, dass ein kleineres Baby ziemlich klein ist und dass man da schwierig drankommt. Ich empfehle immer so um die 4, 5 Monate alt mit dem Rückentragen üben anzufangen, weil gerade in dem Alter die Kinder noch nicht so sehr bewegen, noch nicht sich wegdrücken oder auch andere Fratzen machen und die Kinder da auch meistens eine gute Kopfkontrolle haben, da wird es einfacher, das Kind auf den Rücken zu bringen. Ich habe jetzt das Baby auf dem Tuch gelegt. Das Mittelpunkt ist jetzt am Rücken des Kindes und ich fange von unten an. Also achte drauf, dass das Tuch bis zur Kniekehle ist und sammle dann an beide Seiten das Tuch auf. Entlang die Seiten des Kindes. Ich bringe beide Tuchenden auf eine Seite. Und das Tuch sollte schön straff sein, vor allem hier oben direkt am Kopf auch schön Unterstützung bieten. Ich habe jetzt im Liegen schon das Kind schön eingepackt im Tuch. Das Mittelpunkt ist am Rücken des Kindes. Ich habe versucht, das Tuch so schön wie möglich zu straffen, damit ich nachher nicht so viel straffen muss. Und jetzt will ich das Kind über meine Schulter nach hinten bringen. Je nachdem, über welche Schulter du das Kind bringen willst, sind die Füße auf die andere Seite, weil man das Kind mit Füße erst über die Schulter bringen will und nicht kopfüber. Ich habe die 2 Tuchstränge zwischen mir und das Baby, halte meine Hand ziemlich nah am Gesicht, aber trotzdem muss sie ja noch atmen können, also nicht zu nah. Versuch auch, dass der Kopf und Nacken richtig geschützt ist, gerade jetzt, weil die Kleine schläft. Wenn die Kinder etwas größer sind, brauchen die da weniger Unterstützung. Jetzt wenn ich ihr jetzt über die Schulter bringen will, bringe ich meinen Backen an ihren Backen, damit die Kopf oben bleibt und die Füße zuerst nach unten gehen. Und jetzt versuche ich, meine Hand so schnell wie möglich zu wechseln, damit ich die Füße in Empfang nehmen kann. Und halte die Spannung auf die Tuchstrange. Bringe meine Hand nach unten, damit ich durch dem Tuch hindurch steigen kann, weil auf jede Schulter eins der Tuchstrange sein sollte. Jetzt kann ich die Höhe korrigieren. Das geht vor allem nach deinem Wohlempfinden, wie hoch du dein Kind haben möchtest. Und ich stelle meine beiden Füße drauf auf dem Tuch und kann nochmal schauen, dass der Sitz auch wirklich noch da ist. Also dass das Tuch hier unten von Kniekehle bis zur Kniekehle ist. Ich kann auch den Knie noch mal höher bringen wie den Po, weil das hilft dafür, dass der Stoff nicht so schnell verloren geht. Auch auf der Seite schaue ich noch mal danach. Aber wenn du vorher das Tuch ordentlich gemacht hast, sollte das eigentlich noch schön am Platz sein. Zum Straffen fange ich mit einer der Schulterstränge an, auf die andere stelle ich meinen Fuß hin. Überquere auch meine Beine. Zum Straffen kannst du eine Hand unter dem Kind halten. Wenn du hier das obere Teil gestrafft hast, kannst du dein Kinn oder die Zähne benutzen, um da die Spannung drauf zu halten, weil das wirklich die Sicherheit ist, dass dein Kind nicht nach hinten lehnen kann, sollte da auch wirklich
das Tuch schön straff sein. Und erst dann kannst du das untere Teil des Tuchs nochmal straffen. Ich bewege das immer so nah wie möglich an meinen Hals. Und dann straffe ich nochmal hier das Ganze durch. Kordele das zweimal ein und gehe nach hinten schön über die Stoff hier am Po. Jetzt bin ich auf die andere Seite, also Hände gewechselt, eine Hand unter dem Po. Straffe erstmal die obere Kante, nützt dann wieder mein Kinn und greife die untere Kante. Jetzt sieht man schön, wenn ich die straff, dass da auch wirklich die Knie nach oben geht. Man sollte die untere Tuchkante nicht zu sehr straffen, weil je mehr man das gestrafft hat, da geht es öfters auch mal von der Kniekehle weg. Man muss wirklich da mal ausprobieren, wie das am besten auch sitzen bleibt. Also nicht zu sehr straffen, aber auch nicht zu wenig. Jetzt kordel ich auch das zweimal ein. Gehe nach hinten über den Stoff und unter das andere Bein nach vorne. Hier vorne kann man einen Doppelknoten machen, wenn man ein kürzeres Tuch benutzt. Oder gerade bei so ein längeres gewebtes Tuch geht man über die Schulterstränge und zurück wieder drunter. Genauso auf die andere Seite. Und das hilft wirklich, damit das Tuch dann nicht von der Schulter wegrutscht. Und es sieht dazu auch noch hübsch aus. Wenn dein Kind jetzt vorher wach war und erst danach einschläft, sollte man wieder nachstraffen. Also macht man das Tuch wieder auf, strafft nochmal und macht nochmal den Finish. Um dein Kind wieder runter zu bekommen, machst du das Tuch einfach auf. Halte hier an die Schulterstrange, auch die Spannung drauf. Spring eins von die Schulter runter. Halte die beiden Stränge in eine Hand und schiebe dann das Kind nach vorne mit dem Tuch zusammen. Und von hier aus kann ich auch gut die Hüftschieber zeigen. Also für die Hüftschieber bringst du dein Kind auf deine Hüfte, machst das Tuch schon mal über die Schulter, wo es hingehen soll. Und schau, dass man hier das Tuch direkt von Kniekehle bis zur Kniekehle bringt. Und auch hier direkt am Nacken und oberen Schulterbereich die Unterstützung schafft. Ich sammle beide Tuchenden ein und kann jetzt über die Hüfte nach hinten schieben, einmal die Arm drüber, Hände wechseln und das Kind genau dorthin bringen, wo man es haben möchte, niedriger oder höher. Jetzt stelle ich mich auf den Schulterstrang hin, damit ich die andere über die Schulter bringen kann.
Und kann ich von hier an dann anfangen zu straffen und wieder das Tuch nach hinten und einknoten oder Finish. Und diese Methode über die Hüfte zu schieben, gibt halt weniger Unterstützung am Kopf. Deswegen würde ich das eher empfehlen, wenn das Kind schon gute Kopfkontrolle hat.